Die Technische Informationsbibliothek ist die weltweit größte Spezialbibliothek für Technik und Naturwissenschaften. Dieser Spitzenrang verpflichtet. Deshalb gestalten wir den Wandel der wissenschaftlichen Informationsinfrastruktur mit. Die TIB ist Mitbegründerin des Leibniz-Forschungsverbundes Science 2.0 und teilt dessen zentrales Ziel: die Untersuchung neuer Arbeitsweisen und Instrumente für Forschungs- und Publikationsprozesse. Die Wissenschaft der Zukunft funktioniert kollaborativ. Das Open Science Lab der TIB begleitet heute schon diesen Wandel. Im Zentrum dabei das digitale Arbeiten. Gemeinsam mit Fachcommunities entwickeln und erproben wir Methoden und Tools auf diesem Feld. Unsere Überzeugung: Das Netz kann als exzellente Plattform für die Produktion und Publikation wissenschaftlicher Literatur dienen. Praxistauglich und qualitätsgesichert. Das wollten wir live sehen und haben 15 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingeladen. Ihre Aufgabe? Eine Publikation in nur wenigen Tagen, ein sogenannter Booksprint. Zu entwickeln ist ein praktisches Handbuch, dessen Titel den Inhalt verrät. Handbuch Co-Science. Gemeinsam forschen und publizieren mit dem Netz. Die Autorinnen und Autoren nutzen die vom Open Science Lab entwickelte kollaborative Plattform handbuch.io. Diese ist ideal für Buchprojekte, die als Living Book angelegt sind, weil die Beteiligten ihre Beiträge jederzeit aktualisieren können und so den neuesten Stand ihrer Disziplinen beisteuern. Zur Fortsetzung des Booksprint kam es auf der CeBIT 2014. Der Gemeinschaftsstand des Landes Niedersachsen bot den Autorinnen und Autoren ein ideales Umfeld. Denn hier entwickelte sich nicht nur ein anregender Dialog mit der Scientific Community, auch das Fachpublikum und die interessierte Öffentlichkeit erwiesen sich als inspirierende Gesprächspartner. Die Autorinnen und Autoren nutzten die Gelegenheit, ihre Erfahrungen im kollaborativen Schreiben zu teilen und konkrete Kontakte für die Nachnutzung und Weiterentwicklung von handbuch.io zu knüpfen. Mit handbuch.io möchten wir einen Beweis liefern. Es ist heute möglich, wissenschaftliche Literatur vollständig im Web zu schreiben, zu lesen und zu verbessern. Das Autorenkollektiv nutzt den Vorteil, das Living Book zeitnah auf fachlich aktuellen Stand bringen zu können. Leser beteiligen sich über die komfortable Kommentarfunktion. Open Access gewährt dabei den unbeschränkten Zugang zur gemeinsamen Publikation. Handbuch.io ist eine Open-Source-Anwendung auf der Basis von MediaWiki. Die freie, quelloffene Software kann weiterentwickelt und nachgenutzt werden. Sie steht für weitere wissenschaftliche Buchprojekte zur Verfügung. Die Entstehungsgeschichte der Beiträge ist transparent und nachvollziehbar. Eine Voraussetzung für Qualitätssicherung und Zitiersicherheit.